Hallo Kackbratzen. Dass wenn wir ein Gemälde sehen, wissen wir, dass es einen Maler gab. Das Gemälde ist 100% wissenschaftlicher Beweis, dass es einen Maler gab. Und die Verwirrung wird all jene verwirren, die nicht wissen. Und niemand wird wirklich genau wissen, wo diese kleinen Dinge zu finden sind, die verknüpft sind mit einer Art von Handarbeitszeug, das durch die Verknüpfung verknüpft ist. In den 90er gab es zwei Dinge, die der heißeste Scheiß damals waren. Ego-Shooter und Adventure-Spiele. Im Laufe der Zeit wurden vor allem die Adventure-Spiele immer weiterentwickelt und mauserten sich von Spielen mit 2D-Sprites in kinoreife Erlebnisse mit heftigem Einsatz von Filmen oder gefilmten Schauspielern, die man auf vorgerenderte Hintergründe geklebt hat, während Ego-Shooter mehr oder weniger gleich blieben. Beide Genres lebten in friedlicher Koexistenz, ohne dass sich beide kannibalisierten. Und dann kam das Jahr 1996 und die Hölle ist zugefroren. Gremlin Interactive hatte damals die unglaublich gute Idee, eine Art Frankensteins Monster zu entwickeln. Sie nahmen das Gerüst eines durchschnittlichen Ego-Shooters, schnitten es auf und füllten den Bauch mit dem Full-Motion-Video-Adventure-Spiel-Genre und heraus kam dann wohl das erste wirklich echte Action-Adventure aller Zeiten. Das gute Spiel, über das wir heute sprechen, hört auf den Namen Realms of the Haunting und ist wohl das schrägste Ding aus zwei Welten. Mich würde es auch tatsächlich wundern, wenn dieses Genre Monster von mehr als nur 5 Leuten gespielt wurde, da der Publisher Interplay auch schon damals nicht so sehr an einen Erfolg glaubte und das Potenzial des Spiels nicht erkannte. Als das First-Person-Horror-Action-Adventure-Dingsbums auf den Markt kam, butterte das Marketing eher Mitleid in die Werbetrommel und wenn's hochkommt 3 Euro, was damals umgerechnet ca. 188 Mark und 12 Pfennige waren. Und das ist wirklich eine Schande, denn dieser bizarre Mix aus Genre und Kunststilen war gar nicht mal so schlecht. Im Gegenteil. Natürlich gibt es auch in Realms of the Haunting unglaublich charmante und sehr kitschige Filmsequenzen, aber die schauspielerische Leistung ist sogar überraschend gut. Adam. Oh, es ist eine solche Freude, dich wiederzusehen, mein Junge. Ich wünschte von ganzem Herzen, ich könnte dich wieder von hier fortschicken. Die Story war ebenfalls ziemlich aufwendig und selbst die Rätsel waren für ein Actionspiel sehr komplex. Die über 20 Kapitel dauernde Geschichte wird euch teilweise erschöpft, zitternd, aber auch mit einer großen Portion Triumph zurücklassen. Realms of the Haunting ist definitiv eines dieser Spiele, bei denen man die Raumbeleuchtung aus- und den Ton ganz aufdrehen sollte. Und wenn euch das Spiel einmal komplett in seinen Bann gezogen hat, wird euch entweder der Arsch auf Grundeis gehen, oder ihr werdet mehrere Meter weit aus eurem Stühlchen rausspringen. Realms of the Haunting hat es in sich und ist definitiv nicht für jedermann. Schnappt euch also eine große Portion Popcorn und ein Getränk eurer Wahl, solltet ihr euch aber verschlucken, übernehme ich keine Haftung. Der Spieler übernimmt die Rolle des Adam Randall, einem jungen Amerikaner, dessen Vater Pfarrer eines kleinen Dorfes in Cornwall war. Der Vater ist leider kürzlich verstorben und das Intro bringt uns auf dem Rücksitz eines Taxis auf dem Weg zu einem großen alten Haus, das irgendwie mit dem mysteriösen Tod des Vaters zusammenhängt. Sobald wir das Haus betreten, schließt sich die Vordertür hinter uns, wird von einem magischen Schutzschild versiegelt und schon beginnt die seltsamste Achterbahnfahrt durch das schrägste Geisterhaus unseres Lebens. Zu Beginn ist der größte Teil des Hauses durch magisch geschützte Türen abgeriegelt, aber im Laufe des Spiels findet man schließlich einen Weg, noch an jeder Tür vorbeizukommen. Schon früh steht uns der Keller zur Verfügung, dann einige sehr gruselige Höhlen, dann mehr vom Haus und schließlich reisen wir in Bereiche jenseits unserer eigenen Welt, was im Prinzip des Pudels Kern des Spiels darstellt. Nein! Nein! Uns steht ein langer und harter Kampf bevor, aber zum Glück müssen wir diese Tortur und den Kampf gegen das Böse nicht alleine über uns ergehen lassen. Zu Beginn des Spiels trifft unser Charakter auf ein bezauberndes englisches Mädchen namens Rebecca. Mit ihr können wir die schönsten Dialoge über Bücher und die Menschheit im Allgemeinen führen, aber leider ist die Tusse komplett unfähig, uns bei den vielen Kämpfen zu helfen. Tatsächlich sehen wir Rebecca nur in den Zwischensequenzen oder hört sie aus dem Off sprechen und obwohl sie im Prinzip nicht wirklich eine große Hilfe ist sie trotzdem charmant, witzig und eine willkommene Gesellschaft. Ich weiß nicht mehr, was ich brauche. Adam, du kannst nicht einfach gehen. Und ob? Wenn man aber in Realms of the Haunting nicht gerade das ein oder andere Rätsel löst, wird man leider sehr, sehr oft kämpfen müssen. Das Spiel kennt aber Gnade mit den eher unbegabten Spielern, denn es gibt 4 verschiedene Schwierigkeitsgrade, aus denen man wählen kann. Das mag jetzt für ein Adventure ziemlich seltsam klingen, aber immerhin haben wir es auch mit einem waschechten Ego-Shooter zu tun. Wer die Herausforderung sucht, wird sehr schnell feststellen, dass man mit den Heiltränken sehr vorsichtig haushalten muss. Der Kampf findet in Echtzeit statt und sollte eigentlich für niemanden ein Hindernis sein, der eine Maus benutzen kann.
Man klickt und unser Held schlägt entweder mit dem Schwert zu oder versenkt eine Kugel zwischen den Augen des Gegners. Zu Beginn wird man eher auf gewöhnliche Waffen stoßen, aber im Verlauf des Spiels wird man auch sehr mächtige und sehr magische Waffen in seinen Besitz nehmen, die auch ein wenig komplizierter zu bedienen sind. So erfordern diese Waffen auch ein wenig Abklingzeit, bis sie sich wieder aufladen und wir sie wieder benutzen können. Da eben alles in Echtzeit stattfindet, kann man jederzeit seine Aktion unterbrechen, um zum Bleistift das Inventar öffnen, um einen Heiltrank zu nehmen oder um die Waffe zu wechseln. Diese Funktion macht den Kampf überschaubar, ein wenig strategisch und macht jede Menge Spaß. Binnen kurzer Zeit wird man den Dreh raus haben und diese, für ein Adventure doch sehr bizarre Gameplay-Mechanik, wie ein Held meistern. Was man allerdings nie meistern wird, sind die zahlreichen Schockmomente, denn jederzeit könnte aus der Dunkelheit oder hinter euch ein Monster auftauchen. Zumindest ist das Spiel so fair und gibt dem Spieler vor dem Angriff eine kleine Warnung. Aber hör mir gut zu. Die größte Gefahr, der du widerstehen musst, entspringt deinem Innern. Ich kann dich hier nur schwach wahrnehmen. Es ist nicht meine Gegenwart, die ihr wahrnehmt, my lady, sondern die Macht des Penis! Ja! Der Teil der Erkundung des Spiels ist überraschend groß und dementsprechend wird man auch auf viele klassische Adventure-Spiele Interaktionen stoßen und auch hier machen sich die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade bemerkbar. Hat man sich dazu entschlossen, das Adventure auf einfach zu bestreiten, da man sein Erbsengehirn nicht allzu sehr unter Stress setzen möchte, reicht es komplett aus, wenn man den richtigen Gegenstand bereits im Inventar hat, um dann mit dem Rätsel interagieren zu können. Das Spiel holt sich somit automatisch den richtigen Gegenstand aus der Tasche. Spielt man die Rätsel auf schwer, muss man den richtigen Gegenstand selbst aus dem Inventar fischen. Zugegebenermaßen gibt es da jetzt keine himmelweiten Unterschiede. Die meisten Rätsel sind auch von praktischer Natur. Meistens geht es eben darum, irgendwelche Türen zu öffnen oder einen Gegenstand von einem scheinbar unerreichbaren Ort zu holen. Erst später im Spiel zieht der Schwierigkeitsgrad etwas an und erfordert auch das gute alte Querdenken, also die Daseinsberechtigung eines echten Abenteuerspiels. Adam Randall und ich... Namen sind ohne Bedeutung. Ich frage noch einmal, wer setzt seinen Fuß auf die Brücke? Wir sind die, die um Einlass bitten. Insgesamt ist Realms of the Haunting eine wirklich lange Achterbahnfahrt der Gefühle. Da es aber zwei verschiedene Enden gibt, hat man zumindest einen Anreiz dafür, das Spiel auch ein weiteres Mal zu absolvieren, bis es dann endgültig im Regal verstauben darf. Die Spielwelt von Realms of the Haunting ist komplett in 3D umgesetzt und der Spieler sieht die Dinge aus der Ego-Perspektive. Obwohl die Szenerie selbst bei der maximalen Auflösung von 640 auf 480 Pixel ziemlich grob ist, war die Grafik 1996 ein echter Hingucker. Denn diese wunderbare Errungenschaft der Technik lief einigermaßen gut über den Bildschirm und das in einer Zeit, in der 3D-Beschleunigerkarten noch auf dem Vormarsch waren. Die Full-Motion-Videosequenzen haben jedenfalls eine niedrige Auflösung und werden dem verwöhnten Spieler von heute sicherlich ein wenig Augenkrebs verpassen. Aber für die damalige Zeit waren diese Videos auf dem neuesten Stand der Technik. Insgesamt muss man aber sagen, dass die Grafiken für ein Horrorspiel doch sehr ansprechend und gruselig genug sind. Die Atmosphäre ist definitiv düster und man hat sehr oft das Bedürfnis, zum nächsten Lichtschalter zu laufen. Hintergrundmusik ähnelt dem Soundtrack aus einem Horrorfilm aus den 1930er Jahren. Es gibt einen Mix aus zurückhaltende Pfeifenorgeln und Streichinstrumente. Der Sound ist absolut gruselig und trägt wesentlich dazu bei, das Angstniveau zu steigern. Frei. Frei, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Nimm an, du bist Hawk. Die Stimmen der Schauspieler sind sehr klar und überraschend gut gelungen. Das hätte man bei einem Spiel dieser Art wirklich nicht erwartet. Ereignisse und einige Prophezeiungen wurden verfälscht. Deshalb ist Elf hier, um das Schicksal der Menschheit wieder zu ordnen. Okay, ich bin jetzt auch schon in dir drin. Ja? Und ich guck mal, wo der sich da festgelockert hat bei dir. Realms of the Haunting war auf jeden Fall ein ehrgeiziges Spiel, denn man versuchte mit dem leicht bizarren Genre-Mix etwas ganz Neues zu erschaffen. Es war eines der ersten Adventure, die mit einer sehr hohen Portion an Action daherkamen. Als Pseudo-Point-and-Click-Adventure-Ego-Shooter verbreitet es auch einen ganz eigenen Charme als jene Sorte von Action-Adventure, die durch Tomb Raider das Genre erst so richtig ins Rollen brachten. Reisende, wo wollt ihr hin? Ich bin Abaddon, Hüter des Schlüssels zum Abyss. Realms of the Haunting ist also das perfekte Spiel für alle, die den Kampf nicht allzu heftig und den Rätselanteil überschaubar halten wollen. Und trotz dieser eigentlich sehr wirren Mixtur muss man trotzdem nicht auf eine doch sehr anspruchsvolle Story verzichten. Und darüber hinaus gibt es noch einen sehr hohen Gruselfaktor. Es ist wirklich ein so einzigartiges Spiel, mit sehr gewagten Inhalten und das zu einer Zeit, in der die Technik eigentlich noch nicht so richtig imstande war, auch alles so richtig gebacken zu bekommen. Allein deswegen ist es so verdammt schade, dass Realms of the Haunting größtenteils in Vergessenheit geraten ist, wobei auch schon 1996 nicht mal die Publisher an einen großen Erfolg glaubten, wobei sie sich mit einer nicht existenten Marketingkampagne selbst ein Grab schaufelten. Realms of the Haunting ist ein faszinierendes Relikt und ein Kultklassiker mit viel Herz.
Wenn man den Titel heute spielt, muss man vielleicht ein wenig Geduld mit sich bringen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Allein schon wegen der ausnahmsweise gut gemachten Zwischensequenzen darf man diese Perle auf keinen Fall verpassen. Wer möchte, kann sich für kleines Geld auf Steam oder GOG diesen Titel schießen. Und ich wäre euch sehr dankbar dafür, wenn dank euch dieser Klassiker nicht komplett in Vergessenheit gerät. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.